Der digitale Wandel hat nicht nur das Produkteangebot, sondern auch die Prozesse in vielen Branchen revolutioniert. Auch in der Gesundheitsbranche ist die Digitalisierung angekommen, wenn auch etwas später als in anderen Branchen. Der starke Kostenanstieg im Gesundheitswesen erhöht nun aber den Druck, neue und kostengünstige Lösungen zu entwickeln. Die Digitalisierung treibt Innovationen in den verschiedensten Bereichen voran. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können etwa Millionen von Patientendaten effizienter ausgewertet werden. Dies vereinfacht die Diagnose von Krankheiten und ermöglicht die Entwicklung von zielgerichteten Behandlungsmethoden. In der Medizintechnik werden hochpräzise und intelligente Roboter entwickelt für den operativen Einsatz. Präzise Implantate und digitale Geräte wie etwa immer kleinere und vernetzte Hörgeräte gewinnen an Bedeutung. Im Spitalbereich macht der Einsatz von intelligenten Kommunikations- und IT-Systemen die Abläufe effizienter und die Behandlung kostengünstiger. Im Pharmabereich überzeugt Roche durch seine führende Forschungskompetenz. Bei den personalisierten Behandlungsmethoden und bei innovativen Krebs-Immuntherapien gehört Roche zu den am besten positionierten Unternehmen. Anlegern gefällt zudem die nachhaltige Dividendenpolitik. Bei den Spitalausrüstern gefällt mir der Technologiekonzern Ascom. Ascom richtet sein Geschäftsmodell immer stärker auf den Gesundheitsbereich aus und profitiert daher von vielversprechenden Wachstumsaussichten. Thank you.